So, jetzt haben wir hier noch einen Superstar oder upcoming Superstar in Deutschland. Aus Bocholt, Winnie Biermann, der singende Trucker. Darf man so sagen, ne? Ja, darf man so sagen, richtig, ja. Wie ist der ganze Schneeball, möchte ich mal was sagen, ins Rollen gekommen? Ja, wie ist der Schneeball ins Rollen gekommen? Ich habe irgendwo mal auf dem Weinfest gesungen hier in Bocholt und dann hat mich einer gefilmt oder gefragt, was ich mache beruflich. Ich sage, ich bin LKW-Fahrer und schon hat er gefragt, ob er das mal filmen kann. Und er sagt, den Opern singen, den Trucker ist Kult und wäre witzig. Und so haben wir es gemacht und wir haben das Video dann bei YouTube reingestellt. Und dann ist es innerhalb von einer Nacht quasi entdeckt worden von den ganzen Medien und Fernsehanstalten. Und irgendwann war ein ZDF-Bericht, am 5. September war ein ZDF-Bericht dran. Und der wurde dann von Sony Classic entdeckt. Und so bin ich quasi wie die Jungfrau zum Kind an mein erstes Klassikalbum gekommen und freue mich natürlich tierisch darüber. Ja, ich wollte gerade sagen, macht doch auf jeden Fall Spaß, oder? Ja, natürlich. Es ist eine riesige Freude und ich habe also jetzt ein Jahr hinter mir, was ich erleben durfte, wo ich hätte nie von gewagt zu träumen. Und ist einfach für mich immer noch eine unfassbare Geschichte und bin immer froh und dann heute hier DJ Ötzi bei der Neuvorstellung von dem klasse Lied, was er gemacht hat. Ich habe mir sogar eine CD gekauft und mit Autogramm. Und ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt bei der Florian Silbereisen Show. Und wir waren am Wochenende im Hotel zusammen und es war sensationell. Und all diese Sachen, die ich jetzt erleben darf, sind für mich nur pures Glück. Was sind denn eigentlich noch so vielleicht Pläne oder vielleicht auch Wünsche, die du hast? Mit wem möchtest du vielleicht mal ganz gerne zusammen auftreten oder welches musikalische Projekt würdest du noch mal gerne verwirklichen wollen? Ja, ich denke, man hat immer Wünsche, mit irgendeinem Star oder mit einem bekannten Sänger aufzutreten und ein großer Wunsch vielleicht für mich auch mal mit Helene Fischer ein Duett zu singen oder was weiß ich, also alleine die Tatsache, dass ich irgendwo im Fernsehen singen darf, ist für mich schon eine ganz tolle Geschichte. Musik ist ein großer Teil deines Lebens. Auf jeden Fall, ja. Also ich ohne Musik, ohne Gesang ist für mich geht's eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich am Fahren bin, dann singe ich meine Lieder und am Wochenende, wenn ich auftreten darf, bin ich auch am Singen und es ist einfach mein Leben und ich habe da einen riesigen Spaß dran und freue mich auf alles, was kommt. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber bis jetzt hast du das LKW-Fahren noch nicht vernachlässigt? Nein, ich habe heute Morgen noch gefahren, also oder bis heute Mittag noch und das ist mein Beruf, wo ich von lebe und und die Singerei nebenbei, sag ich mal, ist ja wirklich, zwar manchmal ein Spagat, den man machen muss, aber es macht riesig Freude und ich freue mich immer wieder, wenn ich eine E-Mail bekomme, dass es wieder da und dahin geht zum Auftritt und das ist alles wunderschön. Das heißt, wir dürfen uns auch für die Zukunft auf viele schöne Ausflüge in die Medien, auf schöne viele musikalische Projekte von dir freuen? Ja, auf jeden Fall. Also wir bleiben jetzt am Ball und der Schneeball ist am Rollen. Und die nächsten Pläne werden geschmiedet von meinem Management und dann gucken wir, wo der Weg hinführt. Und ich freue mich drauf. Ja, dann wünschen wir dir weiterhin ganz viel Erfolg auf deinem Weg und ich freue mich, dass wir dich getroffen haben und dass ich dich interviewen durfte. Nichts zu danken. Viele Grüße ans holländische Publikum und ich freue mich, dass ich dabei bin. Ist angekommen. Danke dir. Dankeschön. Nichts zu danken. Tschüss.